Wer war Abraham? Abraham lebte vor etwa 4000 Jahren im Mittleren Osten. Er ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abrahams Geschichte beginnt damit, dass Gott ihm sagt, er soll seine Heimat verlassen und in ein Land ziehen, das Gott ihm zeigen wird. Abraham gehorcht. Als er in dem Land angekommen ist, zeigt ihm Gott in einer Nacht den Sternenhimmel und verspricht ihm, dass er so viele Nachkommen haben wird, wie es Sterne am Himmel gibt. Abraham und seine Frau Sarah sind zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt. Sie werden ungeduldig und so zeugt Abraham ein Kind mit der Dienerin von Sarah, was sie Ismael nennen. Später bekommt Abraham Besuch von drei Männern, die nochmal bestätigen, dass Sarah bald einen Sohn bekommen wird. Sie sagen Abraham auch, dass Gott die Städte Sodom und Gomorra zerstören will, weil die Menschen dort viele schlimme Dinge tun. Abraham versucht Gott davon abzuhalten, indem er ihn bittet, die Städte zu verschonen, wenn dort noch ein paar gute Menschen leben. Leider ist das nicht so und die Städte werden zerstört. Nur Abrahams Neffe Lot und seine Töchter werden gerettet. Als Isaak ein junger Mann ist, gibt Gott Abraham einen Auftrag. Er möchte, dass er Isaak opfert, also ihn umbringt, um Gott zu ehren. Abraham gehorcht. Kurz bevor er Isaak töten kann, verhindert dies Gott und lobt ihn dafür, dass ihm Gott sogar wichtiger war als sein eigener Sohn. Abraham ist der Stammvater der Israeliten. Auch der Islam und das Christentum sehen in ihm einen ihrer Begründer.